ich weiß nicht, warum sie mich nicht genommen haben, die ganzen Herr der Ringe-Anfangslieder zu singen, ja? Hey Leute, ich bin übrigens die Arwen. Ihr wisst schon, aus Herr der Ringe. Die Elbenfrau aus Bruchtal. Das ist mein Dorf, wo ich wohne, ja. Das ist so, ach, so ein kleines Kaff irgendwo in der Nähe von... Gondor oder was? Weiß ich nicht. Ich habe hier irgendwo eine Karte. Provinz Himmelsrand. Ah, ich guck nachher bei Google Maps. Weiß ich jetzt nicht, wo Bruchtal ist. Bruchtal. Ah, in der Nähe von Darmstadt. Okay. Das steht da wirklich. Also ja, da sind sie nach Bruchtal gekommen. Und mein Vater Elrond, ne, hat so beschlossen, ja, lass mal irgendwie alle treffen und irgendwie so, ja, die Gefährten bilden. Ich habe irgendwie nur Playstation gespielt an dem Tag. Ich bin gar nicht rausgegangen. Später kam dann noch Aragorn zu mir, wollte irgendwie knutschen, ne, haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich, glaube ich, schwanger geworden. Und dann kam der ganze andere Action-Scheiß mit irgendwie anderen unwichtigen Nebencharakteren, ja. Ich bin voll wenig vorgekommen. Ich bin, glaube ich, einmal noch mit dem Pferd rumgaloppiert. Und dann so bin ich in seinem Traum erschienen und habe so... Also irgendwelche Elben-Scheiße gelabert. Oder war das doch diese blonde Bitch, ja? Diese Bitch? Wie hieß sie noch? Galadriel oder sowas? Fick dich, Galadriel. Ich bin die einzig wahre, ja? Und meine Ohren halt noch, ja. Alle denken immer, ich hab die machen lassen. Naja, aber es sind echte Ohren. Die sind wirklich so dick. Ich hab die nicht aufspritzen lassen oder so. Alle sind voll neidisch auf meine dicken Ohren. Na, und am Ende haben wir dann alle irgendwie geheiratet. Ich und Aragorn, weil er ist jetzt der König. Hab ich vielleicht schon erwähnt. Das macht mich ja zur Königin, oder? Ja. Ja. Ja! Oh, scheiße, wo ist der Ring? Naja, und das war schon alles, was ich eigentlich erzählen wollte. Ist da noch was drin? Bye, Bitches! Yeah! Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer! Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert. Total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 4. Meister Fujis Herausforderung. Schwalben über dem Fujiyama. Oh, wie anmutig sie fliegen. Ja, da hast du völlig recht, mein Junge. Wer zum Geier sind sie? Schwalben sind ein Symbol für Glück und langes Leben. Ich hab schon wieder eine getroffen. Verdammt, Wacke, warum machst du das? Ich trainiere, denn ich möchte die beste Volleyballspielerin der Welt werden. Die Beste. Dann fordere ich dich heraus. Oh mein Gott, sind sie etwa Fuzimi, Tetsuya, Fatsuo, Yoshi, Fatsumoto, Kanatatsu? Oder kurz Fuzzi? Ja, Volleyball-Weltmeister 1958. Oh, ich bin zu alt, um gegen dich zu kämpfen. Stattdessen lasse ich meine vier bildhübschen Töchter gegen dich antreten. Bildhübsche Töchter? Susi! Sissi! Susu! Kusulu! Die Fuzzi-Schwestern können die fast unaufhaltsame Special-Doppelangriff-Turbo-T-Rex-Attacke. Hast du gesehen, dass die Tentakel hat? Wir müssen extrem hart kämpfen, damit wir sie besiegen können. Ich will auch gar nicht Volleyball spielen, nur weil es... Auf geht's! Japano-Schlampen! Ja! Special Doppelangriff Turbo! T-Rex-Attacke! Oh nein, sie machen die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! Nein! Das Japano-Schlampenteam hat das Fuzzi-Team besiegt! Euch gebührt der Meisterpokal! Den hatten sie die ganze Zeit dabei. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin die beste Volleyballspielerin der Welt. Wie kann ich dir jemals danken? Ach. Mototsu. Mototsu. Wacke, ich habe dir diese Glücksschwalbe gebastelt, damit du die beste Volleyballspielerin der Welt wirst. Mototsu. Wer ist Mototsu? Mein Freund. Ich dachte, ich bin dein Freund. Ja, aber das bist du doch. Wir sind gute Freunde. Bis dann. Aber ich möchte eine feste Freundin. Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Wakashimutanomo Hatsuna wollte die beste Volleyballspielerin der Welt sein. Und sie hat es auch durch die Hilfe von Meister Fujimi Tatsu Fachiyori Apuchimu und ihrem geliebten Mototsu geschafft. Warum erzähle ich das überhaupt? Ihr habt das doch gerade eben erst alles gesehen.
Ich mache auch ihr Leben so spannend wie ein Hollywood-Movie. Mit echten Hollywood-Geräuschen. Der Movie-Soundmacher bringt Spannung auch in ihr Leben. From Dust. Das ist ein Weltveränderungselemente-Beherrschungsspiel. Ihr seid so eine Art Gott und beobachtet einen Stamm von Menschen, der versucht, sich eine neue Heimat aufzubauen. Um ein Dorf zu bauen, müssen die Männchen einen ihrer heiligen Totems erreichen. Doch die meiste Zeit macht ihnen die Natur einen Strich durch die Rechnung. Und so müsst ihr den kleinen Männchen helfen und ihnen den Weg freimachen, beziehungsweise den Weg erstmal aufbauen. Denn ihr habt die Macht, Sand, Lava oder Wasser einfach in einer großen Kugel aufzusaugen und irgendwohin, wo ihr wollt, wieder hinzustreuen. Und so könnt ihr eurem Stamm helfen, um jeden der heiligen Totems der Insel ein Dorf zu bauen. Je nachdem, bei welchem Totem ihr ein Dorf baut, bekommt ihr besondere Kräfte. Wenn euren Männchen zum Beispiel ein Fluss im Weg ist, dann könnt ihr mit der Kraft Wasser einfrieren, für kurze Zeit das Wasser stillstehen lassen, damit die Männchen schnell drüber laufen können. Eine weitere Gefahr für die Dörfer sind Naturkatastrophen wie Tsunamis oder Vulkanausbrüche. Um die Dörfer davor zu schützen, müsst ihr Männchen losschicken, um Abwehrmagie einzusammeln. Da rennt dann ein Männchen mit so einem komischen Flugdrachen los zu so einem Abwehrstein, den muss er berühren, sammelt den Schutzzauber ein, rennt wieder zurück zum Dorf. Und es ist eine heikle Sache, ob das Männchen es überhaupt schafft. Denn am Horizont sieht man schon den Tsunami wüten. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich den Bildschirm angeschrien habe. Oh Gott, da ist der Tsunami! Lauf! Lauf, Forest! Lauf! Oh, und zwischendurch kann man auch noch besondere Steine finden, um Stammeserinnerungen freizuschalten. Hey, was das wohl ist? Cool, ich kann Steine anklicken und einen Text durchlesen. Es hat sich voll gelohnt, das Leben meiner Männchen zu riskieren, um diesen Stein zu finden. Ja, eigentlich hat mir das Spiel ziemlich gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, die Inseln umzubauen und so zu gucken, wie man Lava und Flussläufe verändern kann. Aber gefühlsmäßig mitten im Spiel passiert Folgendes. Wie wat? Ist schon zu Ende? Das Spiel ist verdammt kurz. Aber wenn man den eigentlichen Geschichtsmodus durch hat, kann man Level im Aufgabenmodus freispielen. Und die Aufgaben sind dann auch nochmal interessant, weil man dann zum Beispiel nur ein Element benutzen darf. Und so wird das Spiel noch ein bisschen schwieriger, aber man wünscht sich irgendwie mehr. Also das Spiel ist gut, weil es ein interessantes Spielprinzip ist, aber man hätte viel mehr draus machen können. Und deshalb bekommt From Dust von mir eine zu 75% ausgefahrene Radioantenne. Ja, das ist von DJ Piss and Shit Eater. Kennst du die? Ja, na klar kann ich DJ Piss. Einmal ein Foto für die Bravo, bitte. Dankeschön. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen rein, oder? Okay. So, du stehst hier. Gut, jetzt muss ich mal gucken, was auf meinem Zettel steht. Hey Leute, wir wollen heute ein Thema besprechen, was für ganz Europa wichtig ist, wahrscheinlich sogar auch für Amerika und für die Antarktis. Es geht um das Thema Computerspiele, Auslöser für Aggressionen, ja oder nein. Und dazu haben wir eingeladen die dänische Spieleexpertin und Pro-Gamerin Helle. Ja, hi, ich bin die Helle, ich bin Pro-Gamer und das bedeutet, ich bin professionelle Computerspielerin. Ich bin schon auf Level 2 bei Abenteuer auf dem Reiterhof und ich habe schon einen Tastenanschlag von 10 pro Minute mit einem Finger und ich habe mal mein Spiel mitgebracht. Da kann man so Wildpferde einfangen. Oh, komm jetzt her. Fuck you, du Drecksfotzenmistgaul! Fuck, komm her! Gott, ich hasse dich! Fuck! Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Killerspiel war, aber du bist ja schon relativ aggressiv damit umgegangen. Liegt das jetzt am Spiel oder an dir? Nee, überhaupt nicht. Ich bin total der harmonische, friedliebende Mensch, aber manchmal denke ich wirklich so, Politiker, die Killerspiele verbieten wollen, die sollte man mal ordentlich mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, sodass das Gehirn in alle Richtungen zersplattert. Ja, da hast du völlig recht. Wobei das in der Realität überhaupt nicht splattert, deswegen würde man das auch nicht in der Realität machen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Nur weil ich im Spiel jemanden umbringe, will ich das nicht in der Realität tun.
Und nur weil ich im Spiel reite, möchte ich nicht in echt reiten. Reit schneller, du fucking Drecksgaul, fuck! Nein, jetzt ist es stehen geblieben. Ich werde hier noch wahnsinnig! Fuck! Ja, ich denke, wir brechen an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen die Besprechung ab. Oh nein, ich bin doch nur noch einmal dran. Willkommen, liebe Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in der bananisch-orthodoxen Kirche der heiligen Banane. Ihr habt mir Videos geschickt, in denen ihr die heilige Banane ehrt, indem ihr den traditionellen Ritus durchführt, sie ohne eure sündigen Hände zu essen. Doch es ist ein harter Weg, den ihr beschreiten müsst. Nur die Geschicktesten von euch erreichen das Innere der gelobten Banane. Nein! Aus dem asiatischen Bereich haben wir die Methode der Lotus-Bananen-Verspeisung übernommen. Eine von der Öffentlichkeit oft skeptisch gesehene Glaubensausübung ist die Sadomaso-Banane. Gläubige, die sich zu Ehren der heiligen Banane foltern lassen. Sünde ist das Fallenlassen der heiligen Banane. Nein! Wie ihr seht, meine lieben Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, der Weg zur heiligen goldenen Banane ist der Weg zur Glückseligkeit. Ich hab's gesagt, ich kann eine Banane essen, ohne meine Hände zu benutzen. Ohne Hände zu benutzen, geil! Tja, das war's. Guten Appetit und immer dran denken, mit dem Essen spielt man Bananen. Gibt es noch Fragen? Oh, danke, Jan. Mr. Brainfuck schreibt: Hallo, ich wollte dich fragen, was Misheard in Misheard Lyrics eigentlich bedeutet. Misheard ist Englisch und bedeutet eine besonders schöne Frau am Herd.